Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das wird wahrscheinlich das Letzte sein, was ihr heute von mir an draußen Action seht, auch wenn das Wetter wirklich fantastisch ist. A, muss ich gleich ein bisschen Zeit am Schreibtisch verbringen. Und zwar ein bisschen ausgedehntere Zeit. B, wird der heutige Vlog tatsächlich relativ viel daraus bestehen, dass ich euch was erzähle. Und was? Das zeige ich euch gleich. Bevor ich jetzt aber am Schreibtisch mit meiner Arbeit beginnen kann, muss ich mich noch ein bisschen körperlich betätigen. Und ich habe mir überlegt, was macht mehr Spaß als mir und meinem bartbewuchsenen Doppelkinn bei der Arbeit zuzusehen? Nicht viel. Deswegen seht ihr jetzt, wie ich das hier vier Etagen hochtrage. Hallöchen zusammen! Schön, dass ihr jetzt nochmal dabei seid. Ich habe ja gesagt, ich würde mich nochmal von zu Hause heute zurückmelden und ich melde mich zurück, weil ich mich gerade mal an den Laptop gesetzt habe und auf einmal auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, Mist, du wolltest ja eigentlich noch ein kurzes Video machen, wo du was erzählen wolltest. Und das war vor ungefähr 5 Stunden, als ich dieses Video eigentlich machen wollte. Aber manchmal ist das halt so, wenn man so am Laptop sitzt und in die Arbeit vertieft ist, dann geht die Zeit irgendwie rucki-zucki und man merkt gar nicht, wie spät es ist. Das ist dann halt heute ausnahmsweise mal so ein Tag. Wie gesagt, ich wollte euch heute etwas erzählen. Bevor ich das mache, kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Und zwar möchte ich nicht Werbung für mich machen, sondern ich möchte Werbung für eine Freundin machen. Eine Freundin von mir betreibt nämlich einen Blog. Und der hat heute Geburtstag. Heute vor einem Jahr hat sie dort ihren ersten Blogpost rausgelassen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, an der Stelle ein bisschen Werbung für den Blog zu machen. Den finde ich nämlich tatsächlich ziemlich cool. Und zwar ist das der Blog Wunderbrunnen. Den Link findet ihr nachher hier unten in der Beschreibung drin. Könnt ihr ja mal gucken. Finden sich viele tolle Rezeptideen im Schwerpunkt, die wirklich total toll nachvollziehbar sind. Die Alena macht das wirklich total großartig. Es ist ein schöner Blog, ist auch optisch ansprechend. Immer mit super tollen Fotos. Da steckt extrem viel Mühe und Arbeit drin. Schaut doch einfach mal da vorbei. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Toller, wirklich ganz toller Blog. Genau, Beschreibung findet ihr unten, das habe ich schon gesagt. Kommen wir zu was ganz anderem. Wie ihr ja wisst, ich beschäftige mich tatsächlich auch vor allem beruflich mit Bildungsthemen. Ich bin ja wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Marburg und habe da vor allem auch so ein bisschen den Hintergrund, dass ich eigentlich aus der Schulpädagogik komme. Und wir waren dort letztes Jahr mit meiner Chefin auf einer Tagung oder auf einer Konferenz in Velbert an einem Internat, was so eine zertifizierte Apple-Schule ist. Was ich dort ganz interessant fand, war neben diesen ganzen didaktischen Konzepten, die dort halt zum Zuge kommen und diesem total immens hohen Maß an Digitalisierung, was dort umgesetzt ist, was ich dort wirklich tatsächlich ganz interessant fand, war die Frage, wie das eigentlich gelöst wird, dass jede Schülerin und jede Schüler dort ein mobiles Endgerät zur Verfügung haben und dass die Geräte nicht irgendwie permanent veraltet sind. Und so wie wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man möge mich bitte korrigieren, was die dort machen, ist, dass die auf so eine Art Leasing zurückgreifen und die Geräte für einen bestimmten, also die Schülerinnen und Schüler an der Schule können für einen bestimmten fixen Betrag im Monat über einen Servicepartner der Schule, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bitte dort um Korrekturen, wenn es nicht stimmt, diese Endgeräte halt quasi leasen. Und die sind, glaube ich, sogar versichert und damit einhergeht ja wahrscheinlich, so gehe ich jedenfalls mal von aus, dass es wie beim Auto ist, dass man nach einer bestimmten Zeit die Geräte dann auch wieder austauschen kann gegen neuere Geräte. Ich finde, diese Idee hat tatsächlich extrem viel Charme. Wir sind da immer noch sehr daran gewöhnt, dass uns die Geräte im Prinzip gehören, dass wir etwas kaufen, dass wir es dann besitzen. Und das mag tatsächlich, glaube ich, auch in vielen Bereichen total sinnvoll sein. Gerade bei Software und bei elektronischen Geräten, also bei so Geschichten wie Computern etc., glaube ich allerdings, dass das gerade für Schulen eine schwierige Geschichte ist. Also man erlebt das ja, glaube ich, schon mal schnell, dass man dann Geräte angeschafft hat für ein Heidengeld und dann merkt man irgendwie so nach 5, 6 Jahren, okay, so für die Basic-Sachen passt das noch, aber einige Sachen können wir damit hier gar nicht mehr umsetzen. Und
Vor dem Hintergrund überlege ich mir jetzt tatsächlich seit einem Jahr, wäre das nicht tatsächlich zum Beispiel, also dieses System, dass man die Geräte halt eben nicht kauft, sondern für einen bestimmten Zeitraum liest, wäre das nicht tatsächlich eben auch etwas, was man an Hochschulen anbieten könnte? Bring Your Own Device ist ja tatsächlich so ein ganz wichtiges Thema oder ein ganz großes Thema, was tatsächlich ja eventuell auch Potenzial für Universitäten bieten könnte. Also man könnte einen Teil, ich sage jetzt bewusst einen Teil, nicht alle, aber einen Teil der Computerpools zum Beispiel müssten jetzt nicht mehr so ausgerüstet sein, wie sie das jetzt noch sind, wenn man eben auf solche Bring-Your-Own-Device-Geschichten gehen könnte und diese aber eben daran gekoppelt sind, dass es zum Beispiel ein Serviceangebot im Bereich des Endgeräte-Leasings gäbe an einer Hochschule. Also dass Studierende für einen fixen Betrag im Monat ein Endgerät mieten könnten, das nicht unbedingt bei der Uni selber, aber bei einem Servicepartner der Uni, der über Rahmenvertrag dann halt zum Beispiel rausgeschrieben worden ist. Und dass auf diese Art und Weise einerseits gewährleistet ist, dass die Studierenden aktuelle Geräte haben, die auch zum Beispiel vielleicht mit aktueller Software bestückt ist. Da könnte man auch tatsächlich nochmal gucken, inwiefern man dort über Software-Rahmenverträge der Uni halt mitarbeiten kann. Aber eben auch, dass das eben sozialverträglich ist im Sinne von, dass es halt nicht so viel kostet. Und das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, okay, was kostet jetzt irgendwie die Anschaffung eines Laptops einmalig und was kostet die Anschaffung eines Laptops, wenn man das dann liest und wie sinnvoll ist das im Nachhinein? Das sind so ein paar grundsätzliche Fragen, die man sich sicherlich stellen muss, aber ich frage mich vor allem, ist das ein System, womit man sich mit ein bisschen Nachdenken auch theoretisch überhaupt anfreunden kann? Also ist das was, was viele Leute gut und interessant finden? Oder wo die meisten erstmal sagen, nee, auf keinen Fall, das darf auf keinen Fall so sein. Vielleicht habt ihr ja da Meinungen zu oder irgendwie eine schon Erfahrungswerte gesammelt. Das wäre vor allem tatsächlich für mich total interessant. Gibt es irgendwie sowas schon? Habt ihr das schon mal irgendwo erlebt? Und wenn ihr diese Erfahrungswerte vielleicht schon habt oder eine Meinung dazu habt, dann teilt die doch vielleicht einfach mal mit mir. Ihr könnt das hier kommentieren unten drunter oder ihr könnt mir vielleicht tatsächlich über Twitter oder so eine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich total darüber freuen, wenn ihr vielleicht dort einen kleinen Diskussionsbeitrag liefert. Okay, so viel erstmal an der Stelle. Wir haben jetzt kurz vor 6. Ich muss jetzt gleich noch ein bisschen was am Laptop schnell fertig machen. Und dann bekomme ich auch gleich Besuch, weil wir machen gleich ein bisschen Spieleabend. Ich bin mal gespannt, was wir heute spielen. Ich habe so das Gefühl, es läuft heute bestimmt wieder auf Dixit raus. Dixit geht immer. Aber die Silke hatte ja das letzte Mal schon dieses Hast-du-Worte-Spiel dabei und das fand ich eigentlich so cool und ich fände es super, wenn wir das heute nochmal spielen könnten. Euch einen schönen Abend oder schönen Tag, wann auch immer ihr das guckt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe übrigens, sage und schreibe, 12 Abonnenten. Von gestern 9 auf heute 12. Das ist Wahnsinn. Es geht atemberaubend. Ich kann es kaum fassen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag. Freue mich, wenn ihr morgen wieder reinguckt. Und ja, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.